sie ist einfach immer wieder aufgestanden. Sie ist aufgestanden und hat gesagt, nein, wir schaffen das, wir machen das. Und sie hat es gemacht. Das war hart. Ich meine, das war auch ein anderes, fremdes Land, sich erstmal dran zu gewöhnen und so. Es war hart, das war hart. Aber sie hat es gemeistert. Probleme vom Aufbau sind eigentlich zahllos gewesen. Also es sind, ich glaube, wenn man anfängt, so ein altes Gebäude mal anfängt voneinander zu nehmen und dann noch sieht, was dann so vorkommt und was man alles noch machen muss, dann bin ich zuerst mal da gestanden und dachte, was habe ich mir da angetan? So, wieso machst du das? Also es war eigentlich so der Plan, dass wir den ganzen Umbau selber machen. Fängt wirklich dafür an, alte Zeug rausreißen, alles entsorgen, alles demontieren und dann nachher zuerst mal putzen und dann wieder anfangen, gipsen und was auch immer dann ansteht. Ich hatte das Gefühl, mit jeder Wand, die ich Farbe gestrichen habe, oder mit jedem Ecke, die fertig geworden ist, ist so ein Teil mehr ich geworden. Es war wie so eine komplette Transformation von dem, was es war, bis zu dem, was ich bin, was ich will. Ja, mir ist empfohlen worden, dass ich irgendetwas mache am Menningernot. Das war an der Kulturnacht Ende August. Klar sind wir natürlich hin und vorne noch nicht fertig gewesen, aber ich habe dann gedacht, ja, mal, wir könnten eigentlich so ein Pre-Opening machen, wo einfach die Leute mal reinkommen und schauen können, was da so passiert. Aber lässig war einfach mal, mal ein erstes Feedback bekommen, vor allem auch in dieser sehr strengen Phase, wo man so findet, ah, die Energien gehen so langsam zu Ende oder es sind auch wirklich mühsame Sachen, Probleme, die irgendwie die ganze Zeit auftauchen. Alles, was irgendwie mehr kostet als geplant. Und dann war das sehr schön gewesen, zu sehen, die Begeisterung von allen, die gekommen sind. So, you're opening in October? Yeah, that's yeah. Okay. Yeah. I'm very happy. This is great. This is it. Yeah. Thank you so much. Yeah, people are very excited about yes. It. Iceland's first Japanese-inspired tea house. Has it been simple or difficult or
Both. Both. I mean, you're opening up on Saturday. Yes. When did you start to plan this? When we started with the plan on the Þórsgata, that was like in April last year. But we just started construction at Grandagarður in June. So it's not really long ago. Okay. And when we started in June, I said we were going to open in the first week of October. So we're really on schedule. Okay, very good, very yes. good. Sarah hat gesagt, das Kaffee wird komplett anders aussehen. Das hat sie versprochen und das ist jetzt auch so geworden. Es sieht komplett anders aus. Wir haben unser Bestes gegeben und ich denke, es ist großartig geworden. Wirklich, wirklich großartig geworden. Ich habe das völlig unterschätzt. Mit der Annahme, dass er gesagt hat, ja, die Eröffnung ist so ab 4 Uhr. Und dann dachte ich, ja gut, bis die Isländer kommen, ist vielleicht mal 7 Uhr. Und das war dann eben nicht so, sondern es sind alle auf die 4 Uhr gekommen. Very, very happy and I'm really thankful. In Island fragen mich natürlich alle Gäste, ah, und jetzt wandere ich aus? Und ich finde dann immer so, ah, nein, ich lebe vorerst immer noch in Zürich. Und das wird auch so bleiben, weil ich bin auch extrem verbunden mit der Schweiz. Und ich muss auch sagen, dass ich mich jedes Mal sehr freue, wieder zurückzukommen und wieder ins Miyuko gut zu arbeiten. Ich freue mich jetzt aber auch schon sehr darauf, wieder zu gehen. Ich glaube, das Kumiko ist für mich perfekt, weil es stillt so mein innere immer präsente Fernweh, dass ich immer finde, ich bin super glücklich da, aber ich will gerne wieder weg.